Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Episode in Die Siedler 6. Ah, gut zu wissen, ich bekomme noch 120 immer dazu. Aber gut, meine Armee ist jetzt hier. Es dauert wirklich ewig, bis sie da ankommt. Aber ja, das ist dann halt so. Jetzt halt, heißt es halt angreifen bis da zur inneren Stadt und diese Stadt dann zerstören. Einfach weil ich es kann. Dann, wo ist eigentlich dieser Held? Ich sehe ihn gar nicht. Verstanden. Wo ist er denn? Ah, genau hier. Alles klar. Wie ihr wollt. Komm, ich mach's. Ich habe keine Ahnung, wieso das 500 kostet. Aber ich übernehme jetzt mal dieses Territorium. Wie ihr wünscht. Und sieh an, es sind 13. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Also die Seuche ist offenbar ausgebrochen. Mal schauen, wie es da beim... Wo ist er denn? Mal schauen, wie es da beim Apotheker geht. Wo ist er denn hier? Er ist reich sogar. Nicht schlecht. Okay, dachte ich es nicht. Ja, genau. Als ob. Schaut doch mal. Na, das habe ich jetzt verpasst. Ei! Wie ihr wünscht. Ja, alle müssen da durch dieses enge Tor. Schon eine Herausforderung an sich. Und alles klar. Ramme kann jetzt da rauf. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Hier kann hier mal angreifen. Zum Angriff. Verstanden. In den Kampf. Ein Minenarbeiter findet kein Eisen mehr. Also ich würde mal sagen, alle Truppen gehen auf hier. Auf euren Befehl! So. Kommt die Arme hier hin. Wir haben ein Nicht aufgeben! Eingenommen. In den Kampf! Tatsächlich. Ich habe dieses kleine Territorium verloren. Ein mit Rohstoffen ist eingetroffen. Keine Ahnung, wieso das 500 kostet. Aber vielleicht wird das auch intern berechnet. Wurde geschlagen. Aber es ist definitiv sehr, sehr amüsant. Kämpft weiter! Es ist definitiv sehr amüsant. Okay. Okay, dann ist da. Schön. Hier ist noch ein Gefangenturm für irgendeine. Irgendwie. Und diese Schicht 10, also der rote und dieses Dorf hier, sind Verbündete. Nicht schlecht. Also, Angriff. Truppen, aber das hier hat es ja hier keine mehr. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen, diese wie hier. Ihr wünscht. So. Der Feind rückt gegen unsere Mauern vor. Alles klar. Wow. Okay, das ist schon doof. Gut zu wissen. Dass der jetzt hier angreift. Ich dachte jetzt, ich hätte das schon gebaut, aber habe ich mich da wohl getäuscht. Kämpft weiter! Kämpft weiter! In den Kampf! Was muss ich da jetzt machen? Ich kann jetzt das hier bauen, aber das wird eh zu spät sein. Eine Militäreinheit wurde geschlagen! Der Feind rückt gegen unsere Mauern vor! Und jetzt kommt er durch. Naja. Die Medizin ist eingetroffen. Dann warte ich halt, bis sie da vorrückt. Meine Truppen sind ja eben am anderen Ende dieser Karte. Einem Steinmetz und doof, fehlt es an Stein.
ist ja wirklich ein bisschen doof. Aber ich lasse ihn jetzt da mal ein bisschen näher kommen. Er muss ja eh noch durch die Hafenstadt und mal schauen, wohin er sich dann durchbewegt. Das habe ich auch nicht gebaut. Ja, sieht doof aus. Schick da mal ein paar Einheiten zurück. Mit Rohstoff schon unterwegs. Wie ihr wünscht. Nur hierhin. Wir werden angegriffen. Ja, ich sehe es. Eine unserer Einheiten wurde aufgerieben. Dann. Verstanden. Hier rein. Auf euren Befehl. Wie ihr wünscht. Eine unserer Einheiten wurde aufgerieben. Sofort. Okay. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Der Feind rückt näher. Aber die Katapulte sind erbaut. Das ist schon mal gut. Mal schauen, wo er dann durchkommen will. Hier würde ich ihm empfehlen, sage ich es mal so. Dieser ist komplett reich. Er hat 100 Einnahmen. Also 100 von 100. Nicht schlecht. Naja, lassen wir ihn mal. Als nächstes brauche ich hier Katapultkarren und Munitionskarren. Hier rein. Ich steuere den Hafen dann an. Das runter. Bald werdet ihr meine Waren begutachten können. Und diese Einheit kann hier hin. Genau hier. Diese Einheit kann auch zurück. Okay. Und schon ist die weg. Dann würde ich dann mal sagen, ich kann noch das hier bauen, nicht dass es dann noch einmal passiert. So, und hier. Ein Minenarbeiter findet kein Eisen mehr. Dann hier nochmal. Mein Schiff ist im Hafen vor Anker gegangen. Kommt und seht meine Waren. Und dann noch hier. Und dann noch so etwas. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Truppen kann ich jetzt hier hinschicken. Weil ja, von hier aus kommt es wohl an. Oder von der Seite, ja, weiß ich ja nicht. Jetzt gerade Pulkan aufbauen. Sehr schön. Und dann mal das Lagerhaus angreifen. Schön. Und dann seid ihr bald weg. Eure Fälle, wenn ihr euch mit diesem Abschaum verbündet habt. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Und nur noch ein paar. Eins. Diese brennt ja sogar noch ab. Wie schön. Und zack. Und weg ist das nun. Nein, jetzt kommt der jetzt schon wieder. Was willst du denn? Ich gehe da mal hier hin. Auf euren Befehl. Ablenken. Dann kann ich noch mit meinem Helden hier hingehen. Wie ihr wünscht. Was erdreistet sich dieses Dorf? Dafür werde ich ihnen eine Lektion erteilen. Soldaten, greift Gran Lorcha an. Brennt ihre Häuser nieder. Das Lagerhaus ist voll. Alles klar. Wir werden angegriffen. Alles klar. Eine unserer Einheiten wurde aufgerieben. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Na gut, und wo ist Balocha? Mal schauen. Godzilla, Slocha, Ramos. Eine unserer Einheiten wurde aufgerieben. Einem Steinmetz
Fedes an Stein. Ich setze die Segel. Bis zum nächsten Mal. Wir haben den Ort gefunden, an dem das Trebuchet errichtet werden kann. Wir müssen an dieser Stelle ein Trebuchet errichten. Schicken wir die benötigten Baumaterialien los. Zum Angriff! Ein mit okay. Moment mal. Zum Angriff! Wir werden angegriffen! Ja, darum bin ich auch es gerade hier. Es gibt kein Zurück! Kämpft weiter! Nicht aufgeben! Ja, ist gerade viel los an zwei Fronten. Eine Militäreinheit wurde geschlagen! So. Die kommt schön hier alles hin. Alles klar. Dann kann verlassen werden und hier hinkommen. Alles klar. Schon unterwegs. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Zwei von denen. Hier hin. Ja, ich sehe es. Jetzt muss ich da wieder zurück. Wie ihr wünscht. Hierhin. Auf euren Befehl. Dann muss ich hier noch eine Mauer bauen. Ach, ich sehe nicht einmal mein Territorium. Ein und Karren sofort. Wurde ausgesandt unterwegs. Dann muss ich dieses Territorium auch noch einnehmen. So, diese gehen jetzt wieder zurück. Das ist gut. Dann gehe ich mit meinen Truppen hierhin. Alles klar. Probier es dann noch einmal mit meiner Mauer. Das Lagerhaus ist voll. Ja, und ich habe Holzmangel, nein Steinmangel, weil die ganze Zeit meine Dinge zerstören. Die Medizin ist eingetroffen. Mann. Das ist schon nervig. Und hier. Ich schicke mal zwei Einheiten in die Stadt. Fehlt es an Stein. Um genau zu sein, ich gehe da mal in sofort die Burg. Mit einem Dieb. Der andere kann eigentlich irgendwo so in einem Ecken bleiben. So gut wie erledigt. Und dann sehe ich immer, was er will. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Auf euren Befehl wurde entdeckt, wie ihr wünscht. Schade. Wie kann man hier bleiben? Baustelle. Oh, aha, hier. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Haltet die Truppen bereit. Das Trebuchet wird schon bald das Haupttor zerstört haben. Schön. Der Weg zur Crimson Zitadelle steht offen. Wir müssen sofort angreifen und Crimson Sabbat gefangen nehmen, um ihre Schreckensherrschaft ein für allemal zu beenden. Also, das heißt, Truppen hier hin. Auf euren Befehl. So. Auch diese Truppen hier hin. Sofort. Diese hier auch. Ein Gebäude wird angegriffen. Schade, nicht wahr? Jawohl! Unsere Palisaden wurden durchbrochen. Ei! Solange der da beschäftigt ist, kann ihm das recht sein. Das Lagerhaus ist voll. Hey, solange du abgelenkt bist, wieso nicht? Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Zittert vor meinem Zorn.
Die letzte Schlacht steht bevor. Soldaten, zerschmettert diesen Emporkömmling und seine winzige Armee. Ah, mein Herr hat Verstärkung geschickt. Ich werde eure jämmerliche Siedlung vernichten. Und zwar jetzt. Doch nochmal. Jetzt greift er mich doch hier an. Steinmetz. Fehlt es an Stein. Von nirgends greift er, kommt er plötzlich dahin. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Geht ja so nicht. Der Feind rückt gegen unsere Palisaden vor. Hier auch. Ein Gebäude wird angegriffen. Mann. Der Feind rückt gegen unsere Palisaden vor. Angriff! Angriff! Eine unserer Einheiten wurde aufgerieben. Ein Gebäude steht in Flammen. Unsere Palisaden wurden durchbrochen. Okay. Unsere Truppen werden angegriffen. In den Kampf. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Es gibt kein Zurück. Nicht aufgeben. Mann. Ist ein Gebäude wird angegriffen. Viel los. Der Boucher. Unsere Truppen werden angegriffen. Geht das nicht? Ich werde angegriffen. Unsere Palisaden wurden durchbrochen. Hier durch, hier hin. Jawohl, hier. Alles klar. Also gut. Ein Gebäude steht in Flammen. Unsere Truppen werden angegriffen. Also gut. Momentan ich steuere wenig den Hafen Platz, an. Wenig bald Zeit. Bald werdet ihr meine Waren begutachten können. Sehr viel los, sag ich mal so. Ich werde angegriffen. Das Lagerhaus ist voll. Alles klar. Der Feind rückt gegen unsere Palisaden vor. Los! Hier rein. Unsere Palisaden wurden durchbrochen. Ja, ich sehe es. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Ich werde angegriffen. So denn das? Ihr habt mich zur Kapitulation gezwungen. Doch ihr werdet feststellen, dass am Ende der Rote Prinz triumphieren wird. Wow. Ich muss sagen, das Ende war ein bisschen recht anstrengend. Es kam wirklich von allen Seiten, kamen da plötzlich Feinde und nun, ich konnte sie natürlich noch abwählen. Also die haben meine Stadt, waren dann alle weg. Die vom Westen kamen, weiß ich gar nicht. Da war irgendwie Elias dran, hatte fast das Territorium erobert. Wo das ehemalige verfeindete Dorf war. Und dann bin ich jetzt eben in die Stadt gegangen, auf den Platz dieser Stadt. Und das hat wohl diesen Sieg ausgelöst. Also dann würde ich mal sagen, es wäre empfehlenswert, wenn ihr dann einfach, wenn die beiden Türme, also wenn die beiden Mauern zerstört sind, besser gesagt Tore, einfach mit euren Truppen, nicht der ganze Teil natürlich, ein anderer Teil muss natürlich eure Stadt verteidigen, wie ihr gesehen habt, aber ein Teil kann dann wirklich auf die Stadt zulaufen, auf den Platz und das löst wohl diesen Sieg aus. Außer ihr wollt dann alle Einheiten besiegen, dann macht ihr das natürlich nicht, sondern besiegt zuerst die Einheiten. Wäre möglich gewesen, hatte ich jetzt eigentlich auch vor. Aber gut, also ich würde jetzt sagen, da ich jetzt gesiebt habe, bin ich sehr froh darüber. Also Endstatistik, okay, ja, dies war jetzt schon eher weniger stressig als das letzte Missionsspiel, aber nur ganz weniger. Also das war auch schön viel zu machen hier, besonders gegen Schluss. Aber gut, ich würde dann mal sagen, Quatsch, wieso sind wir jetzt plötzlich wieder in Westholm? Ah, genau, die Verräterin, glaube ich. Ja, genau, die müssen wir noch bekämpfen. Aber dann
es gibt wohl 16 oder so oder 17 Missionen, weil wir sind ja jetzt in der Nähe von der anderen gewesen, von Crimson Sabbat. Und hier wird wohl irgendwo dieser rote Prinz sein und sowohl Mission 16, Mission 15 ist wieder da in Westholm und wird wohl die Verräterin sein, gegen die wir kämpfen müssen. Wo alles angefangen hat. Wie schön. Also gut, dann würde ich mal sagen, das war's gewesen für die Episode. Bis zum nächsten Mal. Schönen Tag und tschüss.